Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind in Folge, ich glaube 95, nee 94 ist es glaube ich erst, 94 von Aborion. Ja, wie ihr seht, die Lady hat nichts zu raffinieren, da müssen wir dran arbeiten. Der Red Hunter hatte mir geschrieben, dass ich ein Xotan-Artefakt ausgerüstet haben muss. Ich war jetzt fest von überzeugt, ich glaube das war nicht ausrüsten. Dass ich das Xotan-Artefakt ausgerüstet haben muss, damit die KI mich als Feind ansieht und dann greift die mich erst an. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das machen wir dann nach dem Intro. Bis gleich. Jo, dann schauen wir mal, dass wir erstmal die Lady zu ruhig stellen. Nee, Karte brauchen wir, ne? Wo ist die Lady? Da nicht. Wo ist die Lady? Da ist die Lady. Gut, dann muss die Lady jetzt mal gucken, dass die woanders hinkommt. Nee. Das klappt ja wieder, ne? Ah, wir müssen hier draufklicken. Jetzt haben wir es. So, Militärstation 896. Hier waren wir, glaube ich. Ich glaube, wir werden uns mal in diese Richtung dann bewegen. Hier ist ein Ressourcendepot und hier sind 859 Asteroiden. Da wird es ein bisschen mehr. Die Gesinnung zu denen ist auch gut, dann passt das erstmal. Und dann muss die Lady da was machen. Abbauen. Das machen und dann wieder das erste machen, also das dritte in diesem Fall, oder? Gehe zu 5. Ne, gehe zu 3. Passt. Sollte funktionieren. Gucken wir dann. So, was war jetzt hier noch? Das Xotan-Artefakt müssen wir ausrüsten. Das war dieses. Wir haben keinen Platz frei. Eben zu vergleichen. Rechtsklick für mehr Optionen. 10 unbewaffnete Geschütze, bewaffnete Geschütze plus 10. Wow, das ist aber ordentlich. Vielleicht sollten wir unser Schiff gerade mal etwas größer bauen. Damit wir da auch was von haben, oder? Eben im Baumodus. Und schauen wir mal, was wir da so machen können. Ich glaube, wir gehen eine Etage noch höher. Was haben wir denn hier für Verbindungsstücke? Da vorne haben wir Gitter und der Rest sind so Wohnbereiche und sowas, die wir dann auch dadurch ausgebaut haben. Ne? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einem Generator an. Also, nee, fangen wir nicht mit einem Generator an. Fangen wir hier mit. Was ist denn das hier für ein Feld? Korrekturdüsen. Weiß nicht, ob die da drinne was bringen, aber naja. Wir machen das mal hier mit den Korrekturdüsen. Ich glaube, die Größe, die da ausgewählt ist, die ist schon ganz cool. Ja, jetzt passt das. Jetzt gehen wir aber auf Korrekturdüsen und basteln die hier drauf. Und da drauf. Und das gleiche machen wir noch weiter vorne auch. Na, hätte ich spiegeln können. Naja, ist jetzt auch egal. Machen das so, dann haben wir die Korrekturdüsen da. Und jetzt kommen da was drauf. Erstmal brauchen wir Energiecontainer dann. Steuerung C, Steuerung V, dann den Energiecontainer ausgewählt. Da. Da. Ich glaube, das passt so, ne? Das sieht gut aus, würde ich sagen. Da haben wir die Energiecontainer. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir wieder diese anderen Würfel. Und machen mal hier auf dieser Seite zum Wohnen was.
60 von 250. Ich glaube, wir haben da erstmal genug, sehe ich gerade. Aber war schon okay, dass wir das gemacht haben. Was haben wir denn da unten noch so drin sitzen? Gyrophalanx, okay. Den können wir auf jeden Fall auch noch machen. Die gab es allerdings nicht in diesem Material, ne? Gab es die now nicht? Oh, da müssen wir hier gucken, glaube ich. Das ist der, ne? Genau. Die gibt es auf jeden Fall in Naunit. Ne, die gibt es tatsächlich auch in Trinium. Ich glaube, jetzt machen wir mal die Dinge in Spiegelachse an. Die machen wir mal so. Dann machen wir die hier hinten nochmal, aber in einer anderen Richtung. Und zwar machen wir das mal so. Ja, und nach vorne hin machen wir sie dann in die dritte Richtung. Ne, grün war schon richtig. Das war jetzt verkehrt gedreht. Wie muss ich sie denn jetzt drehen? Blau, ne? Nee. Wie habe ich sie denn jetzt gemacht hier? Die blauen habe ich und die grünen habe ich. Das heißt, ich muss sie in rot machen. Rot passt, also ist alles richtig. Aha. Jetzt habe ich natürlich das falsch gemacht, aber jetzt ist es richtig. Naja, jetzt passt es doch. So, dann haben wir das auch. Korrekturrichtungen sollten jetzt besser laufen. Und dann, was haben wir hier für Teile? Trägheitsdämpfer, okay, die machen wir da auch noch rein. Trägheitsdämpfer sind ausgewählt. Steuerung C, Steuerung F, nee, Steuerung C, Steuerung V für den großen haben wir. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist denn der? Quartier, das ist der Trägheitsdämpfer, naja. Gibt es den nur in Eisen, ne? Da wäre es auch noch nicht. Ja, in Avorion gibt es den dann noch. Okay, das heißt, der muss der sein. Ist das so hoch? Ich glaube, das ist passend. Und den machen wir auch dahin, weil da sowieso schon schlecht ist. Passt so, ne? Ja. So, das haben wir auch gebaut. Jetzt brauchen wir noch wieder Trinium. Panzerung ist gleich dran, der Triebwerk auch, aber dazwischen muss ich noch was reinbauen. Das ist alles nicht, was wir gerade brauchen. Schildgenerator, den können wir mal nehmen. Aber den mache ich wieder in klein. Der kommt. Das ist kein Schildgenerator. Das ist er jetzt. Den machen wir hier hin. Dahin. Das müssen wir mal gerade ein bisschen drehen. Dahin. Und dann setzen wir auch noch in die erste Reihe rein. Dann passt das. Die sitzen alle gut. Geschützturmbasis? Nee. Torpedorampe? Ja, da müssen wir auch noch drüber nachdenken. Trainingproduktion. Okay, das brauchen wir hier jetzt nicht. Geschützrotationsfixierer brauchen wir auch nicht. Dock haben wir unten. Ne, Dock ist was anderes. Das brauchen wir für eine Station. Energiecontainer. Habe ich die jetzt schon? Ja, die habe ich schon. Die hatte ich ja schon unten drin. Der Generator, habe ich den gebaut? Nein, Generator habe ich nicht gebaut. Das heißt, wieder einen großen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den hier so reinkriegen, ne? Dass das passend ist. Ich glaube, der passt, oder? Ja. Und da auch noch einen.
Das sieht gut aus. Generator ist also auch drin. Dann habe ich jetzt Generator gebaut oder habe ich das falsch? Ich habe das falsch gebaut. Na super. Block umwandeln und Generator und den umwandeln. Naja, dann geht es ja auch. Glück gehabt, ne? Integrationsfeld, den haben wir auch noch nicht. Aber so wie es aussieht, ist das doch alles gut, ne? Oder? Kann das sein? Aber schadet ja nichts, ein bisschen auszubauen. Den mache ich noch dahin und alles ist gut, ne? Gut, haben wir. Ein Computerkern, das ist doch das, was wir gerne hätten, oder? So, jetzt muss ich den nur hier reingebastelt kriegen. Ist das so richtig? Ich glaube nicht. So sieht's gut aus, oder? Na, schade, knapp vorbei. So, auf ein neues. Jetzt sitzt da. Ja. Und das hier, Hyperraumkern. Den setze ich da noch in der Mitte rein. Oder ich mache den. Den baue ich in einer anderen Form hier. Steuerung C. Steuerung V. Nee, das hat nicht geklappt. Steuerung C. Steuerung V. Jetzt hat es geklappt. Jetzt müssen wir noch den Hyperraumkern auswählen. Wo ist er? Den will ich jetzt hier hin machen. Sieht gut aus. Komm, dann machen wir den auch noch dahin. Und da auch noch hin. So, dann haben wir den Hyperraumkern auch gemacht. Akademie ist jetzt nicht so, das gibt es hier nicht. Licht können wir dann auch mal drüber nachdenken. Reflektor, Stein. Super ergiebiger Stein, Schiffsname, Emblem. Ja. Jetzt müssen wir da in der Mitte noch einen reinmachen. Energie fehlt uns auf jeden Fall. Das heißt, es ist schon besprochen, dass wir da das reinmachen. Ah, super. Steuerung Z geht doch bestimmt, ne? Ja. Ich wollte diesen kopieren. Ich hoffe, das passt. Es passt. Benötigte Energie reicht noch nicht. Das heißt, wir müssen noch einen mehr machen. Machen wir den noch, da hinten noch rein. Machen wir hier noch rein. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Ich glaube, das passt, oder? Ja. So, damit haben wir genug Energie in dem Sinne. Triebwerkstechnisch ist jetzt noch die Frage, ne? Ich glaube, wir machen da noch einen 3 Container hinter. Die Energiecontainer hinter in klein. Der passt. Und der passt. Und dann kopieren wir die Triebwerke. Und die kommen dann dahin. So passt's, oder? So ist gut. Entsorgte Energie, benötigte Energie. Ja, das erzeugte Energie ist natürlich ein bisschen schwach, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, wir lassen das gerade mal erstmal so. Ne, lassen wir nicht. Wir müssen definitiv mehr erzeugte Energie haben, weil wir wollen ja noch eine Panzerung dran haben, ne? Das bedeutet. Achso, dann können wir. Ja, jetzt ist das hier auch einfacher. Sollten wir da noch hinmachen? Machen wir da einen Torpedolagerraum noch hin? Ja. Ist ausgewählt, ja. Ich glaube, so ist richtig, ne? Sieht gut aus, oder? Ja. So, und dann brauchen wir nochmal den Energieblock.
Und den Generator, nicht Energieblock. Ist das schon der Generator? Steuerung C, Steuerung V. Reicht erstmal. So, jetzt haben wir erstmal genug Energie, oder? Nee, haben wir nicht. Wieso ist das jetzt nicht so genug? Ach, wegen dem hier alles, das ist es. Okay, das bedeutet, lass uns jetzt erstmal gerade Station suchen. Wir müssen aber gucken, dass wir, ne? Ausrüstungsdock ansteuern. Dann brauchen wir ein paar Leute. Wenn wir die Leute haben, dann klappt das vielleicht schon mit der ganzen Geschichte besser, würde ich sagen. So, ich fliege mal schneller und halt an und ich glaube, das mit den Trägheitsdämpfern hat ganz gut geklappt. Der hält schon an. Da an den Dock ran. Traktorstall an. Und dann gucken wir mal hier rein. Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem. Nehmen wir mit wegen Aufrüsten. Nehmen wir mit. Handelssystem nehmen wir mit. C43 nehmen wir mit. Sind sogar zwei. Nehmen wir mit. Hyperraum nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Geschützkontrollsystem. Ja, komm, wenn wir schon hier sind, nehmen wir das auch mit. Doppelmining. Abwracker R leider nur. Hier ist noch ein Abwracker R. Da auch noch ein Abwracker R. Alles ab. Da ist ein Bergbauer, aber. Aber Trinium. Das ist ja schon mal gut. Der kann also auch, Trinium kann ja auch dann das abbauen hier. Da müssen wir einen bauen, der hier irgendwo das macht. So, haben wir, ich glaube, alles, oder? Jetzt gucken wir noch die hier an. Aber die dürfen wir nicht kaufen, weil wir hier nicht mit denen außergewöhnliche Beziehungen haben. Das ist ein Abwracker, interessiert uns jetzt nicht. Die Jäger, habe ich schon Jäger gekauft eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob wir Jäger hier dran haben. Wo muss ich das nochmal gucken? Ein P oder ein I? Ein P. Wir haben Jäger. Die können wir mal ausschwärmen lassen, ne? Okay. Haben wir das erst. Was uns noch fehlt, ist natürlich Personal. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Das müssen wir dann in einem anderen Menü noch nachgucken. Warte, dann machen wir hier weg. Wir haben noch 4 Besatzungsmitglieder. Wir brauchen 6 Ingenieure. Ja, und doch ein paar mehr Mechaniker. Dann nehme ich mal die normalen Piloten. Fehlen uns tatsächlich 8. 8 Piloten. Da fehlen uns jetzt 14, oder? Ne, 5, 14. Doch, 14 fehlen uns da. Dann lass uns gerade da noch mal reinschauen. Piloten waren 8. Die holen wir uns jetzt mal hier sofort rein. Ingenieure. Ich glaube, wenn wir da auch 8 nehmen, ist das jetzt auch nicht so schlimm oder so. Ich glaube, es waren nur 6, aber ich weiß es nicht. Und Mechaniker, hatte ich da 14 gesagt? Ich glaube ja, ne? Ach shit, ich kann die nicht alle auf einmal anheuern, ne? Ich bin nicht mehr gedockt, super. Oh, ich liebe es. Nein, nicht Güter handeln. Crew handeln. So, was war das jetzt? 8 Piloten sind noch da. Die auch, die auch. Es fehlt uns noch ein Unteroffizier. Solche Leute gibt es hier nicht. Anheuern. Fehlt immer noch was. Ah ne, da fehlt, weil wir nicht eingesetzt haben.
Unteroffiziere. Okay. Einer fehlt noch. Und dann brauchen wir bestimmt noch einen Leutnant oder so. F, nee. Oder? Nee, ist noch gedockt. Lass uns hier ruhig noch 5 Leute mehr mitnehmen oder auch 10. Kosten uns zwar 900, aber das können wir uns gerade so leisten. 23 Kanoniere. Ich bin auch davon der Meinung, dass wir hier nochmal ein paar drauflegen sollten, weil wir haben ja noch 2 Klamotten in petto. So. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Einen davon. Jetzt haben wir nämlich tatsächlich auch den hier noch zu machen. Und jetzt passt's, oder? Sag jetzt, wir haben genug Kanoniere. Okay, das ist jetzt aber nicht schlimm. So, jetzt lass mal gucken. Von der Station weg. Ne, ins Baumenü wollte ich, um hier zu gucken, erzeugte Energie. Okay, das geht jetzt einigermaßen. Jetzt müssen wir halt noch eigentlich ein bisschen Dingens dran bauen, ne? Schutz. Und vorne noch eine schicke Spitze wäre auch noch ganz nett, oder? Aber ich sehe schon, das Video ist schon verdammt lang. Ich denke, wir sollten mal schauen, dass wir in der nächsten Folge dann die Panzerung dran kriegen. Vielleicht vorne noch ein bisschen was am Bug machen. Das Heck geht eigentlich, das können wir so lassen. Und wie gesagt, die Panzerung noch anbauen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.